Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo. Ja, wir sind wieder ein Stück weiter gefahren aus Crevoux raus, haben dann nochmal eingekauft in Gap und fahren jetzt am Écrins entlang, im Grunde genommen Richtung Norden. Die Wettervorhersage ist mehr als mies. Es soll jetzt in 1 bis 2 Stunden schon wieder regnen. Wir werden das jetzt hier mal aussitzen, zumindest heute. Mal gucken, wohin es dann weitergeht. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal die Ortschaft. Das ist jetzt hier der Stellplatz in Saint-Bonnet-en-Ronsard. Der Stellplatz liegt am Ende eines Parkplatzes des Sportzentrums. Hinter uns sind Tennisplätze. Und hier findet wahrscheinlich heute oder morgen eine kleine Veranstaltung statt. Alles weiße Stühle. Hier ist gerade Soundcheck für die Veranstaltung. Wir haben spontan beschlossen, mal direkt weiterzufahren. Jetzt sind wir 20 Kilometer weitergefahren und stehen auf dem Wohnmobilparkplatz in Corps. Der ist sehr, sehr schräg. Hier gibt es auch nichts außer schöne Aussicht in die Berge. Die Stadtbesichtigung ist beendet. Wir gehen jetzt schnell zurück. Das sieht nicht ganz so gut aus. Und die andere Richtung, wenn man mal ehrlich ist, sieht nicht viel besser aus. Wir beeilen uns jetzt einfach mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir begrüßen euch nach wie vor aus Corps. Wir haben hier gestern das Unwetter gut überstanden und heute Morgen scheint ein bisschen die Sonne, zumindest soll es jetzt für ein paar Stunden trocken bleiben und wir nutzen die Chance und gehen mal runter zum See. Der sieht irre aus. Traumhaft, türkisblaues Wasser. Ja. Thank you.
hinter uns sieht man jetzt den kleinen Campingplatz am Lac du Sauté. Eigentlich wollten wir hier jetzt hinfahren, haben ihn uns aber vorher einmal angeguckt. Ja, er ist ausschließlich Wiese und wir befürchten, dadurch, dass es ja die letzten Tage immer geregnet hat und zwar in Strömen gegossen hat, dass wir da eventuell nicht wieder runterkommen. Insofern bleiben wir jetzt erstmal da oben auf dem Asphaltplatz stehen. Wir stehen jetzt hier auf einem Campingplatz am Lac du Lafré und genießen die Sonne. Der Platz ist recht leer und es gibt kaum Plätze, die man anfahren kann, weil man hier so viel Regen hatte, dass die Plätze einfach nicht befahrbar sind. Das ist jetzt hier die Einfahrt vom Campingplatz. Traumhaft am See gelegen. Und hier sieht man jetzt, dass der See wirklich viel, viel Wasser hat. Tja, und jetzt einmal der Blick von oben auf den Campingplatz und zum See. Wir sind endlich angekommen. Wir sind heute Morgen auf dem Campingplatz am Lac de la Frée gestartet und nach einer mittelschweren Irrfahrt, weil diverse Straßen gesperrt waren, diverse Stellplätze nicht nutzbar waren, weil es einfach Baustellen waren, sind wir nun in Les Arcs 1800 gelandet mit direktem Blick auf den Mont Blanc. Es ist nur ein Parkplatz. Im Sommer sind die Schranken geöffnet, dann kostet das hier nichts. Es ist nicht wirklich schön, der Parkplatz an sich, aber der Ausblick entschädigt für alles. Wenn man durch die Schranke gefahren ist, gibt es etwa 1100 Parkplätze hier oben auf verschiedenen Ebenen. Wir stehen jetzt hier auf dem untersten Parkplatz. Wir finden, hier hat man den schönsten Blick. Guten Morgen, nach wie vor aus Les Arcs. Wir hatten hier eine eigentlich ruhige Nacht. Sie endete nur sehr, sehr früh, weil hier Unmengen an Baumaterial angeliefert wurden, samt Baumaschinen. Wir haben das Gefühl, wir stehen jetzt gerade auf einer Baustelle und werden mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Aber dafür hat sich jetzt der Mont Blanc von seiner besten Seite gezeigt. Er strahlt in der Sonne. Wir werden wahrscheinlich Frankreich heute verlassen und wieder nach Italien zurückfahren. Und so kommt es, dass wir spontan beschließen, Frankreich über den kleinen St. Bernhard Pass zu verlassen. Nachdem wir die letzte Baustelle passiert haben, schrauben wir uns Kurve für Kurve immer höher. Der kleine St. Bernhard mit einer Höhe von 2188 Metern verbindet das französische Savoyen mit dem Aostatal. Auf der französischen Seite befindet sich kurz vor der Passhöhe eine Statue des christlichen Heiligen Bernhard von Menton. Dieser soll das Hospiz auf dem Pass gegründet haben, von dem nur noch eine Ruine übrig ist. Er gilt als der Schutzpatron der Alpenbewohner und Bergsteiger. Thank you.
Und nun sind wir am kleinen St. Bernhard Pass. In 2188 Metern. Wir sind auf dem kleinen St. Bernhard Pass. Und es ist mächtig viel Schnee noch hier. Ja, und es ist mächtig touristisch hier. Ja, das Spannende ist, unsere Navis sagen uns die ganze Zeit, wir sollen wenden. Also bisher sind wir ganz gut hier hochgekommen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was uns auf italienischer Seite erwartet. Aber ja, wir haben es fast geschafft. Wir sind eigentlich schon in Italien. Mit einem Fuß sozusagen. Quasi. Ja, und jetzt fahren wir ins etwas schlechtere Wetter. Es ist hier oben auch richtig frisch. Gut, ja. 2188 Meter. Wir schauen mal, was uns jetzt noch erwartet. So machen wir das. Wir stehen jetzt hier etwa 10 Kilometer hinter Aosta in Champagne auf einem Großparkplatz für Autos und Wohnmobile. Ist aber auch ausgewiesen als Wohnmobilparkplatz. Außerdem gibt es hier eine Fähr- und Entsorgung. Das Ganze direkt neben einer Tankstelle und an der Hauptstraße. Und dort sieht man jetzt das Wetter kommen. Da das Wetter noch einen Tag etwas besser sein soll, entscheiden wir, nach Broi Cervinia zu fahren. Der Skiort am Ende des Val Tournèche liegt etwa 40 Kilometer entfernt auf einer Höhe von ca. 2000 Metern. Und es soll dort einen Wohnmobilstellplatz mit Blick zum Matterhorn geben. Und so schrauben wir uns wieder einmal Kehre für Kehre nach oben. Wir stehen schon wieder woanders. Wir sind heute Morgen aus dem Aostatal rausgefahren, ins nächste Tal rein, wieder hoch auf über 2000 Meter. Die Temperatur ging von 22 Grad auf 10 Grad runter. Es ist frisch. Der Regen ist gerade hier durchgezogen und jetzt gehen wir mal eine Runde hier in den Ort, der hinter uns liegt. Ja, wir stehen hier eigentlich direkt am Fuße des Matterhorns. Aber man sieht es nicht. Leider in den Wolken. Ja, total. Ja, aber wir schauen uns das jetzt hier mal einmal an. Der Stellplatz kostet im Moment 7,80 Euro pro Tag. Der Stellplatz ist eine geschotterte Fläche. Es gibt eine Müllentsorgung und eine Entsorgung. Das ist jetzt hier der Weg in den Ort. Es ist ein gigantischer Parkplatz. Und überall gibt es hier die Parkverbotsschilder für Wohnmobile. Und für die Golfbegeisterten ist hier unten der Golfplatz. Hier laufen die Murmeltiere direkt über den Golfplatz.
Allmählich kommt das Matterhorn zum Vorschein. Wahnsinn! Das war jetzt Royal Cervinia. Ja, also kein Skiort, eher eine Skistadt. Ja. Riesengroß. Ein paar Bars haben geöffnet, ansonsten haben die Läden alle zu. Aber man würde ja tatsächlich jetzt auch Brot kriegen. Es sieht schon sehr niedlich aus, obwohl es natürlich ausschließlich touristisch ist. Aber dafür haben wir kurz das Matterhorn gesehen und Murmeltiere, die hier den Golfplatz umflügen. Ja. Oh. Wir sind jetzt wieder in Aosta angekommen. Der Stellplatz hier, der ist wirklich nicht schön, aber wir wollen morgen ganz früh über den großen St. Bernhard. Wir werden uns jetzt mal Aosta angucken. Mal sehen, es zieht jetzt schon richtig schön zu. Mal gucken, ob wir trocken bleiben. Auf jeden Fall ist es aber mit 26 Grad schon richtig warm. Angenehm. Zurück von unserer Stadtbesichtigung. Es war richtig nett, eine ganz tolle Fußgängerzone, alte Gebäude, noch aus Römerzeiten und herrliche kleine Bars, Geschäfte. Es hat sich gelohnt. Ja, wir mussten uns nur leider ein wenig beeilen. Es regnet. Und jetzt sehen wir mal zu, dass wir reinkommen. So machen wir das. Jetzt hat hier vor uns ein Verkaufswagen eingeparkt, hat sein Aggregat aufgestellt und sagte schon, dass es heute und morgen laufen wird. Wir werden heute wegfahren. Wir sind jetzt etwa 15 Kilometer weiter gefahren und jetzt stehen wir hier an der Straße zum großen St. Bernhard. Es regnet in Strömen, aber es ist hier allemal ruhiger als in Aosta neben dem Aggregat zu stehen. Guten Morgen! Guten Morgen! Es ist 6.30 Uhr und wir rollen. Wir werden jetzt den großen St. Bernhard Pass fahren. Und werden dann da oben wieder in die Schweiz fahren und vielleicht heute auch schon durch die Schweiz bis nach Deutschland. Mal gucken, wie es so ist. Der große St. Bernhard Pass liegt auf einer Höhe von 2469 Metern und verbindet das Aostatal in Italien mit dem Schweizer Wallis.
Er ist einer der ältesten Alpenpässe und wurde bereits von den Römern genutzt. Bekannt ist der Pass vor allem durch das Hospiz, das dort seit dem 11. Jahrhundert besteht und von Mönchen des Augustinerordens betrieben wird. Der Pass ist auch bekannt für die Bernhardiner, die dort seit dem 17. Jahrhundert gezüchtet wurden und als Rettungshunde in den Alpen eingesetzt wurden. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Ja, über 2400 Meter. Wir haben noch 6 Grad. Es ist so kalt. Es ist hier windig. Wir stehen mitten im Schnee. Wir sehen mal zu, dass wir jetzt erstmal wieder runterkommen. Genau, wo es ein bisschen wärmer ist. Ja. Wir sind wieder in Deutschland. So ist es. Wir sind ja heute Morgen über den großen St. Bernhard gefahren, vom Aostatal in die Schweiz. Ja, und dann mit ein paar kurzen Pausen einmal durch die Schweiz durch, am Bodensee vorbei. Und jetzt stehen wir in Sürgenheim. Habe ich vorher noch nie gehört. Und was sollen wir sagen? Wir sind im strömenden Regen gestartet. Im strömenden Regen durch die Schweiz gefahren und je näher wir der deutschen Grenze kamen, desto schöner wurde das Wetter. Vielleicht nochmal, am großen St. Bernhard waren es 6 Grad. Ja, hier haben wir jetzt 26 Grad um 17 Uhr. Es sieht auch nicht so aus, als würde es jetzt irgendwie noch regnen. Wahnsinn. Kennen wir gar nicht. Nein. Wir waren jetzt fast 9 Wochen unterwegs. Wir haben mal nachgerechnet, wir hatten 7 Tage komplett ohne Regen. Es war jetzt nicht so, dass es jeden Tag durchgehend geregnet hat, aber meistens am Nachmittag. Ja, und von hier aus werden wir jetzt so langsam nach Hause fahren. Daher beenden wir jetzt hier dieses Video und vor allem verabschieden wir uns von dieser Reise. Wir hoffen, wir konnten euch mitnehmen. Und euch haben unsere Videos gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir das nächste Mal losfahren. So, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.